Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Mylands. Ich habe das mal gestartet. Ich habe das Tutorial erstmal beendet. Es war nicht ganz so spannend, deswegen habe ich es jetzt mal rausgeschmissen. Und ich wollte euch mal kurz ein bisschen was davon erklären. Und zwar ist es ja wieder eine Spielevorstellung. Es ist gratis bei Steam natürlich wieder zu erhalten. Ist ja klar, ich habe mir das ja so überlegt, dass ich das hier jede Woche einmal mache. Und diesmal ist es ein Strategie- bzw. ein Echtzeit-Strategie-Spiel. Echtzeit, ist echt Zeit zu investieren. Haha. Und zwar hat man jetzt hier ein paar Gebäude, habe ich schon mal gebaut. Die sollte ich per Tutorial eben halt bauen. Zum Beispiel die Wohnhütten, Alchemielabor und so weiter. Man konnte Dunkelelf bzw. Finsterelf konnte man nehmen. Lichtelf, Ritter oder Dämon. Ich habe die Lichtelfen gewählt. Und habe mich dann hier mal niedergelassen, beziehungsweise das Spiel hat mich dorthin verfrachtet. Ich habe hier einen, der gibt mir immer wieder Quests zum Beispiel und hat mir auch schon ein paar abgeschlossene hier hinterlassen, die ich gemacht habe. Hier Alchemie-Labor zum Beispiel, erste Wissenschaft und so weiter. Es ist wie, ja, es ist einfach Stadt bauen, dafür so. Das nette Teil ist fertig geworden. Sonst hatte ich eben noch hier so eine Pfeile wegen Tutorial und so weiter, aber das ist jetzt nicht mehr. Er leuchtet jetzt einfach, dass er hier so etwas hat. So, zack. 150 Aufgaben nacheinander erfüllen. Sie bekommen eine Errungenschaft im Steam. Schön. So, wir sollen hier jetzt zum Beispiel einen Markt bauen und Hauptgebäude auf 3 bringen. Wir können zum Beispiel jetzt hier ein Feld auswählen, sagen wir mal das hier als Beispiel und das hier ist zum Beispiel eine Wohnstätte. Das bauen wir jetzt mal und dann wird das gebaut und zwar in die Echtzeitzeit wird hier gemessen, 1 Minute 34 Sekunden. Die Uhrzeit bzw. diese angegebene Uhrzeit ist nicht ganz korrekt, die läuft 2 Stunden hinter mir her. Ich habe nämlich das gleich Mittagszeit und habe dann vor, auch gleich erstmal eine Pause einzulegen. Und weil ich das nämlich hier schon ein bisschen spiele, das dauert ja eben halt, bis man immer so eine Hütte und sowas baut. Deswegen werde ich in diesem Spiel das wahrscheinlich etwas schneiden müssen, damit ihr auch später mal Erfolge oder sowas sieht, wie sich vielleicht das noch ein bisschen entwickelt, das Spiel, und wie interessant es noch sein könnte. Wenn ihr gespielt habt oder spielt oder spielen wollt, einfach mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr es, wie findet ihr die Grafik und so weiter. Also dieses Spiel ist ja von 2014. Ich glaube sogar genau am, was war das, 16.09.2014 war das? Genau, September war das auch, deswegen dachte ich mir, das passt. Vor genau 2 Jahren eben da dieses Spiel, dann sollte es eigentlich schon ziemlich weit sein mit der Entwicklung, mit allem drum und dran. Es ist ja gratis zu spielen. Hier gibt es ein Ranking-System, Enzyklopädie, Forum gibt es hier auch, kann man jederzeit. Ich finde das toll, dass hier oben und unten das aufgeteilt ist, weil hier oben ist eigentlich sowas, was man eigentlich nicht so oft klickt. Hier ist natürlich schön zur Übersicht, wie viel Gold und so weiter man hat zur Verfügung. Dann hier eben halt Bevölkerung, freie Bevölkerung. Beschäftigte Bevölkerung, wie viel eben halt im Ausgleich noch ist. Hier kann man zum Beispiel die Gebäude auffüllen. Wenn man eben halt Leute hat, dann kann man die eben halt hier reinschicken in die Alchemie-Gegend oder in die Bauarbeiterfraktion. Hier hat man schön Gebäudestufe, Netz, Zellenanzeige und so weiter. Können wir ja mal kurz. So. Das sieht man ganz schön. Die Einsen finde ich ein bisschen schwach. Das ist irgendwie ein bisschen zu blass. Das ist nicht so schön, aber es geht. Hier Einstellungen haben wir zum Beispiel. Da kann man den Ton ausmachen, die Musik anmachen. Das werden wir auch mal ganz kurz machen. So, dann hier zu den anderen Einstellungen. Hier Spiele kann man Devise, also Angaben so machen, so kritzeln was. Hier kann man Sachen ausstellen, hier, damit man weniger Berichte und diese ganze Post, die man immer bekommt, hier in diesen Briefabteilung hier, kann man eben halt abstellen. Und dann kann man zum Portal noch gehen. Da will ich aber nicht draufklicken. Nicht, dass ich mich jetzt so auslogge und dann hier alles mehr oder weniger nicht mehr vorangeht. So, was wollte der noch? Der wollte einen Markt haben, ne? Der wollte einen Markt haben. Ich guck mal, ob ich einen bauen kann.
Holzvolle Hütte, Steinbruch, Goldmine, Eisenmine, Mühle. So, was haben wir hier? Schatzkammer, Wohnhaus, Markt. Erlaubt Rohstoffe zu verkaufen, erlaubt Rohstoffe augenblicklich zu tauschen, gibt den Zugang zur. Okay, wir werden mal kurz hier gucken. Ich habe nämlich das erste Mal hier weiterentwickelt, und zwar Gebäude mit dem, damit man zweimal gleichzeitig bauen kann. Hier 2 von 10. 2 von 10. Hier, das wird noch gelernt. Vorher können wir den Markt nicht bauen, leider. Ich bin da noch nicht. Ich muss das nochmal kurz machen. Ich bin hier noch nicht ganz durchgestiegen. Hier Fertigstellung 10:37. Es ist die Uhrzeit, denke ich jetzt langsam mal. Und zwar die Uhrzeit wird ja. Kann man das nicht bewegen? Die Uhrzeit wird ja hier oben neben dem Datum angegeben. Das heißt, irgendwann. 37 wird ziemlich lang dauern, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das das tatsächlich ist. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mein Land, mein Gebiet hier Junas Garden genannt. So wie, ne, der Ebene Garden von, naja gut. Und zwar habe ich dann jetzt hier noch die Karte. Können wir auch mal drauf gehen. Haben wir hier in der Gegend, haben wir ein paar Leute. Ich bin hier oben. Super, ich bin nicht bei Deutschen. Okay, Türkei, so wie es aussieht. Wenn ich das richtig sehe, ich kann es kaum erkennen. Das ist nicht so schön. Aber auf jeden Fall eine nette Gegend. Also ein bisschen viel Platz hier noch. Also nicht so zugeengt und so weiter. Ist doch ganz okay. Das hier haben wir noch nicht freigeschaltet mit den ganzen Leuten und so weiter. Zuflucht, alliierte Truppen und so weiter. Keine Spezialisierung ausgewählt. Das heißt, ich muss erstmal noch ein bisschen steigen, damit hier überhaupt etwas funktioniert. Jetzt gucke ich mal, ob ich den noch verbessern kann. Ja, kann ich. Dann werde ich den mal machen. 3 Stunden und 46 Minuten. Also Leute, ich werde auf jeden Fall schneiden, weil das ist ja dermaßen krass. Wir werden zeitgleich aber auch mal ein Gebäude hier erhöhen mit Bewohnern. Nein, das war, glaube ich, Holz. Verdammt. Kann man das abbrechen? Abbrechen. Das will ich erhöhen. Nein, geht nicht mehr. Ich habe jetzt ein bisschen weitergespielt gehabt. Ich habe jetzt ein paar Tage dran gesessen. Ich muss sagen, es gibt jetzt kleinere Veränderungen. Ja, ich habe das, diese Herrschaftsschloss, dieses Schloss eben halt schon auf Stufe 4 gebracht und vieles schon auf Stufe 3 und 2 und so weiter. Wir haben hier einen Markt und so weiter erforscht. Das läuft hier drüber. Ich muss sagen, es ist sehr ein sehr ausdauerndes, langwieriges Spiel. Da kann man nicht mitrechnen, dass man eben mal ganz schnell fertig mit irgendwas wird. Das dauert wirklich sehr lang. Ich bin hier immer noch hier oben unterwegs, weil hier unten Spionage bzw. Kartografie und Spionage, was man da alles unten haben kann, nicht sehr ansprechend für mich ist. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt erstmal auf Ausbauen und neue Gebäude und so weiter bedacht und natürlich Erforschung der Siedlungen und so weiter, damit man ein bisschen mehr sieht, ein bisschen hier mehr machen kann und so weiter. Aber ich muss sagen, das Gebäude muss ja ausgebaut werden, damit man hier weiter ausbauen kann, weiter sich entwickeln kann und so weiter. Man kann es aber nicht aussuchen, wo die Mauern sich erweitern. Das geht immer nur in eine Richtung. Das eine Mal ging es hier lang, da lang und ja, ihr seht, das sieht so komisch ausgewuchtet aus wie eben. Und das sieht ja jetzt so aus. Ich habe Schatzkammer dazu gebaut, einen Tempel habe ich dazu gebaut, beziehungsweise bin am Bauen. Hier kann man die Leute, die man noch frei hat oder so hinzufügen, falls sie irgendwo noch hinzufügt werden können, zum Beispiel zum Bauen oder zum eben halt anderen Ding. Ja, ab Stufe 3 braucht man dann hier dieses Kupfer bzw. diese Rohstoff, den man hier, den Eisen, entschuldigt, der Eisen, braucht man, um dann hier auf Stufe 4 und so weiter zu kommen. Das heißt, die gehen davon aus, dass man das hier eben mal locker hochschrauben kann. Und ich muss aber sagen, ja, es ist echt teuer.
Ich könnte es theoretisch bauen. Das Problem ist aber, ich habe hier andere Sachen. Das hier dauerte 7 Stunden oder so, das Freudehaus. Das soll irgendwie wie Theater oder sowas sein, keine Ahnung. Ein Tempel, ja, der hat auch so eine Stunde gedauert. Ich habe jetzt so gedacht, nee, ich warte jetzt nicht noch eine Stunde, bis ich zur nächsten Aufnahme kommen kann. Ich werde es nicht weiterführen. Also dieses Spiel werde ich jetzt hier mit dieser Folge beenden, mit dieser Aufnahme. Ich muss sagen, es ist nichts für mich. Aber es war interessant, mal etwas mit einer anderen Grafik zu spielen. Aber es ist für mich, es dauert zu lang. Ich kann nur dreimal am Tag da reingucken, mal was bauen, starten. Am Anfang geht es ja recht schnell. Da hast du hier dein Tutorial, da baust du deine Hütten und dann wird es schon schleppend. Die Forschung ist von Anfang an sehr langdauernd. Wir haben hier sowas zum Beispiel, das sollte, also Serverzeit ist das hier unten, 12 Uhr Serverzeit fertig sein. Das heißt, um 14 Uhr kann ich erst wieder etwas bauen, weil der Server um 2 Stunden verschoben ist. Ist nicht ganz so schön. Naja, was soll ich sonst so dazu sagen? Das ist einfach langwierig. Es ist echt krass. Türme, Festungen, alles Mögliche habe ich hier schon freigeschaltet. Versteck und so weiter, damit man nicht alles mehr ausrauben kann. Heilung und so weiter habe ich. Diplomatie kommt noch. Theoretisch. Das hier werde ich jetzt natürlich nicht knacken, während ich jetzt hier rede. Ihr seht gar keinen Fortschritt. Es geht hier nicht nach vorn oder nach hinten oder so. Es ist einfach sehr langanhaltend. Da braucht man einen langen Atem. Ja, was kann ich noch zu diesem Spiel sagen? Es ist umfangreich. Man kann viele verschiedene Gebäude bauen. Es sieht toll aus. Also für so ein nicht gerade großes Spiel sieht es toll aus, finde ich. An diese Rohstoffe hier zu kommen, dauert noch ein bisschen. Schade, dass ich nicht einfach bestimmen kann, dass es hier irgendwo hingeht. Ja, was noch? Ich habe auch das Heilerhaus und so weiter schon aufgebaut. Machen wir mal sowas hier. Das kann man ja hier immer noch einstellen. Funktioniert immer noch wunderbar. Das Spiel lief auch stabil. Das ist nicht abgeschmiert oder so. Ladezeit ist auch minimal, würde ich sagen. Ranking, Enzyklopädie, Forum und so weiter. Man wird hier mit Post nicht so geradezu vollgemüllt oder so, nur wenn irgendwas Bestimmtes ist, wenn einer dich ausspioniert hat und so weiter. Allerdings mit diesen ja, Aufgaben, Turmwissenschaft erlernen, einen einfachen Turm errichten. Guckt euch den Turm an. Ich meine, ich hatte ihn gelernt, ja, ich habe ihn aber noch nicht gebaut. Dürfte ich zumindest noch nicht. Nö. Das dauert und Allianzen, freie Bevölkerung, bla 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 und so weiter und so weiter. Das dauert hier immer länger. Ich habe hier wahnsinnig viele Aufgaben und gerade mal ganz wenige, die ich fertig habe. Und ich habe versucht, auf die hier mich zu stützen, dass ich das hier wirklich mache, aber es ist einfach nicht wirklich möglich, habe ich das Gefühl. Es ist einfach so langatmig hier. Daher, ich habe hier auch 100 eingegeben. Er soll hier 100 Trägergnome bauen. Ah, nein, da muss ich da reinklicken. Da fehlen, seht ihr, da hat er mir vorgeschlagen, 45 ist das Ausbaulimit und so weiter. Mehr kann er nicht bauen und so weiter und so weiter. Ich muss aber sagen, ich werde jetzt hiermit beenden. Ich habe gedacht, es wird vielleicht später spannender oder so, oder verändert sich völlig, oder ich könnte Krieger oder irgendwas bauen, um herumzulaufen, aber ich habe das jetzt fast 2 Wochen bin ich jetzt dabei. Natürlich mit Unterbrechung. Eine Woche, 2 Wochen bin ich dabei, ja, genau. Mit Unterbrechung, ja. Ich habe ja nicht immer Zeit, aber ich habe versucht, jeden Tag reinzugucken. Es ist nicht möglich für mich, eben halt immer am Ball zu bleiben. Ich habe ja auch viele andere Spiele, die ich gleichzeitig dann parallel mache, zum Beispiel Hero Zero und Shakes and Fidget, dass ich das nebenbei immer weiter klicke und so weiter. Da geht es wirklich voran. Da merkt man auch, es ist zwar auch mit Zeit und so weiter, du musst warten, bis die nächste Zeit abgelaufen ist, aber hier sind es gleich so wie Stunden.
Hier gibt es auch Forschungen, die dauern Tage. Dachte ich mir auch so, ja, toll. Und wann komme ich hier mal aus der Pötte? Wann kann ich endlich mal hier unten die Ressourcen und sowas finden? Und wie sieht es aus mit den ganzen anderen Sachen? Ist irgendwie nicht. Daher würde ich sagen, wenn euch solche Spiele gefallen, es soll ja angeblich ein Echtzeit-Strategiespiel sein. Strategie, ich versuche einfach nur hier klarzukommen mit erforderliche nächste Quest einfach abschließen und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas mögt, immer wieder gerne mal ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wie weit ihr gekommen seid. Habt ihr schon gespielt? Kennt ihr es überhaupt? Und ich würde mich dann über eure Feedback dann auf jeden Fall freuen. Wie fandet ihr das Video und wie seid ihr auf dieses Video gekommen? Wart ihr schon Abonnent von mir? Aus einfach im Suchbegriff bei YouTube reingekritzelt oder wie habt ihr das gefunden? Und wie fandet ihr das? Ich brauche ja immer wieder gern Feedback, damit ich mich verbessern kann. Dieses Spiel hat mir ehrlich gesagt ein paar Sorgen bereitet. Es war nicht so meins. Also irgendwie fehlte da was. Es ist irgendwie. Aber ich finde den Regenbogen schön. Beziehungsweise die Regenbögen. Und zwar hier, da und da. Na gut, ich werde jetzt aufhören. Wir sehen uns sicherlich mal wieder in einem weiteren Video oder sogar bei Twitch. Beim Stream, da bin ich ja dienstags und donnerstags immer. Wann ich immer beginne, seht ihr im Uploadplan von YouTube. Da seht ihr beim Banner rechts unten immer den Uploadplan, wann welches Projekt und so weiter kommt und wann ich streame. Ich habe das mal verbunden, damit ihr immer schön so einen Wochenplan habt, wann was los ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.